Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS 2 im Multiplayer. Tja, wie ihr seht, ne, ein schicker Scania ist mal wieder am Start. Ich dachte, für die 99. Folge im ETS 2 Multiplayer, da kann es dann auch mal wieder ein Scania sein. Ein schöner Dreiachser quasi. Tja, einen Auftrag habe ich auch schon angenommen. Ihr werdet nicht erraten, wo wir stehen. Wir stehen natürlich wieder in Calais, ne? Und diesmal soll uns unsere Tour dann auch wirklich mal nicht nach Hamburg oder nach Bremen führen. Nein, diesmal geht's ins beschauliche Hannover. Wir machen uns aber erstmal auf den Weg, würde ich vorschlagen. Wir verlassen hier jetzt mal so langsam dieses Werkstattgelände. So, Spiegel machen wir uns auch an und dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Der Server auf dem Sonntagmittag, 12 Uhr, rappelvoll. Rappelvoll, 3000 Leute spielen den ETS 2 Multiplayer mal wieder. Und ja, eben bin ich nochmal so eine kleine Folge mal nur für mich ohne Aufnahme gefahren. Und ich muss sagen, Gott, was haben sie mich da schon wieder schön in die Zange genommen, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, die Idioten sterben halt nicht aus, ne? Da konntet ihr vielleicht auch an dem Thumbnail für dieses Video sehen. Da habe ich mal ein schickes Bild gemacht dann, ne? Das Aufnahmeprogramm lief da mal ausnahmsweise nicht. Habe ich mal nicht benutzt. Dachte, fährst mal nur so für dich alleine. Und tja, konnt ihr wenigstens ein schickes Bild davon machen, wie sie mich dann da quasi in die Zange genommen haben. Zumindest einen davon konnte ich dann noch gerade mal so auf dem Bild erfassen. Ja, war eine schöne Tour, muss man ehrlich sagen. Ne? Ja, nicht hupen, losfahren. Grün, ne? Eben konntet ihr auch wie die Idioten auf der falschen Spur losfahren. Tja, unser Auftrag, da handelt es sich auch mal wieder um einen externen Auftrag. Ne? Alles andere, was hier Ingame-Aufträge war, das war also... Nein, da wollten wir nicht hin. Eindeutig wollten wir da nicht hin. Hätten wir auf die Insel fahren können und solche Sachen. Habe ich mir gesagt, denn lieber hier externer Auftrag, beschauliches Hannover, ne? So, wollen wir mal sehen, ob er denn da auch schon großzügig steht. Wo ist denn unser Auflieger? Da ist er doch. Der schicke Tankauflieger soll unser werden. Tag, Kollegen. Na, auch auf der Suche nach Touren, alle Mann. Ich hab meinen zum Glück schon. So. Komm her, ich bring dich nach Hannover. Hoffentlich klappt das auch. Die letzte Tour hat mir ja schon gezeigt, es sind wieder eine Menge Spaßvögel unterwegs hier heute. Eindeutig. Ja, die hatten Spaß. Ich hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Manch andere hätte wahrscheinlich schon wieder gesagt, ich nie wieder. Also wie zu. Oh Gott, ey, da ist so viel Platz hier, ne? Und er muss hier, obwohl es ja nur auch eine Non-Collision-Area ist, er muss hier durchbrezeln. Da sieht man dann schon, ne, wenn sie auf dem Gelände so fahren, dann weiß man auch ungefähr, was einen erwartet, wenn sie dann auf der freien Straße unterwegs sind. Kann man so grob erahnen, wo die Reise für die hingeht. So, grüner wird's nicht. Eigentlich haben wir immer grün, weil wir haben ja einen fast grünen LKW. Aber auch nur fast. Ne? Ist da vorne los? Ja. Ich würde mal sagen, da sind sich zwei schon wieder ganz doll einig. Oder auch nicht. Wo ist denn der zweite? Ach, der steht noch da. Hm. Kopf runterschütteln und sagen, schnell weg hier. Schnell weg hier. So langsam kennen wir ja die Strecke auch schon, ne? Also, oh, der Auflieger. Wir starten ja zu gerne in Calais, weil das ist eigentlich der Ort, wo irgendwie immer noch mit am meisten los ist. Und ich weiß, ein bisschen, ich glaube, der hatte rot, wenn ich grün hatte. So ein bisschen will man ja auch Action sehen, ne? Es ist ja nun nicht so, dass wir hier ruhig durch den Multiplayer unbedingt nur so durch die Gegend geistern wollen. Wenn, wollen wir auch so ein bisschen Action haben. Da ist Calais nun mal die Ecke, wo man den auf jeden Fall gleich am Anfang haben kann. Ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein, momentan so ein Sammelpunkt für Spezialisten. Ich habe
Ja, ist mir egal. Blitz mich doch. Ja, ich habe mir lange jetzt an dem Wort gefeilt, ne? Spezialisten. Oder werden schon wieder gerade welche fleißig gekickt. Ist hier jetzt gerade kleiner Admin unterwegs. Ist ja gar nicht mal so schlecht zu wissen, ne? Den hat man wenigstens einen, der ein bisschen aufpasst, also so vom Gefühl her. Ob er das dann wirklich auch tut, ist immer so was anderes. Ja, wir werden sehen. Vielleicht kickt uns ja auch mal irgendwann einer. Möglich ist ja alles. Und für manche Aktionen, die ich auch manchmal so bringe, muss ich ehrlich sagen, wäre vielleicht auch mal verdient, ja. Ja, rundum leuchten. Normale Auflieger. Mich weggedödelt hier. Uktubay, ne? Ehrlich, ey. Die können nicht mal geradeaus fahren mit ihren LKWs, ne? Sie können nicht mal geradeaus fahren. So schlimm ist es schon. Der eiert sich auch rein zurück. Bist du noch nicht mal so richtig lang unterwegs? Und schon zerfetzt es dich quasi. Tja, sonntags, mittags, 12 Uhr auf dem EU-Server 2 im Multiplayer. Sind wir doch mal ehrlich. Habe ich jetzt was anderes erwartet, außer das, was da eben jetzt passiert ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Beste Kinderspielzeit hier jetzt im Augenblick, mitten am Tag. Da braucht man auch nichts anderes erwarten. Das ist dann halt so im Multiplayer. Wer es ruhig haben will, muss halt auf dem EU-Server einspielen oder warten, bis die Kiddies im Bett sind. Wobei, auch da habe ich manchmal den Verdacht, die spielen heimlich unter der Bettdecke weiter. Und, Laptop aufgeklappt und dann geht's weiter. So, da ist sie wieder, unsere geliebte Landstraße, ne? Hinter uns kommt der nächste angeschossen. Was habt ihr das nur schon wieder alle so eilig? Man weiß es nicht. So, Tempomat an. Lass laufen den Scania. Gepflegte 730 PS V8. Dank Uktu irgendwas. Natürlich schon mit Schrammen im Lacken. Logisch. Gerade Strecke und er kann das verdammte Ding nicht auf der Straße halten. Ich hätte mal schon wieder wie im Autoscooter einfach gegenhalten sollen. Ne? Einfach gegenhalten, Gas durchdrücken und warten, bis er umkippt. Sich hinstellen, Foto machen und schreien. Siehst du, das hast du davon. Ja. Uktu, hast du nochmal Glück gehabt. War noch nicht aggressiv genug. Uktu, komm nochmal her, jetzt wär's soweit. Jetzt hätte ich Lust und Laune. Ja. Kommt alle her, ihr Verrückten. Ich hab grad Lust und Laune. Ah, moin. Keine 5 Minuten unterwegs, ne? Und schon die ersten Kratzer im LKW. Da lief die letzte Tour ohne Aufnahme quasi geschmeidiger. Da hat es immerhin 10 Minuten gedauert, bis es gerappelt hat. Also, muss ich sagen, theoretisch lief es da besser. Theoretisch. Naja, dafür haben wir jetzt ja erstmal eine Menge Platz. Das ist ja auch schon mal schön. Ah, guck mal, der Kollege genießt die Natur. Ne? Das muss man auch mal machen. So am Sonntag mal raus in die Natur, sein LKW wieder ins Grüne stellen. Ist der Sprit so günstig oder was ist hier los? Meine Herren. Respekt. Alle am Tanken. Aber wer an der Tankstelle steht, kann mir nicht in den LKW fahren. Also bleibt da mal ruhig alle noch ein bisschen stehen. Steht mal Schlange fürs Tanken.
Hallöchen. Sie sind auf der falschen Fahrbahn. Ja. Also die Theorie sagt ja, man sollte zusehen, dass man dann rechts aufs Grüne kommt, aber die Praxis hat gezeigt, am besten die Spur halten und hoffen, dass der andere ausweicht. Ja, vielleicht so ein bisschen nach links korrigieren, komischerweise. Klingt merkwürdig, ist aber so, ne? Und dann Augen zu und durch einfach. Augen zu und durch und hoffen, dass man den stärkeren LKW hat. Aber eine Menge freundliche Personen heute wieder unterwegs, ne? Lichthupe, alles wunderbar. Ja, so ein paar haben sich anscheinend darauf gefreut, dass denn der Multiplayer jetzt auch mit dem neuen Patch läuft. Und ich muss sagen, also ich bin auch recht froh darüber, ne? Alle meine kleinen süßen Chaoten sind wieder bei mir. Ich freue mich, sie sind alle noch da. Ich habe sie alle mal durchgezählt. Ja, es sind auch wirklich alle Chaoten noch da. Sehr schön. Na, Kollegas hinter mir, das wird euch bald bestimmt zu langweilig, so mit 80 hinter mir herzuzucken. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich bin ja schon mal beruhigt, dass ihr nicht in den Kurven versucht, dann einfach zu überholen. So, freie Strecke erstmal, ne? Kommt her. Seht's. Oh, da von vorne kommt doch ein Punkt. Lieber wieder einscheren. Ja. PKWs fliegen heute auch schon wieder tief hier. Na, das ging ja sehr geschmeidig mit dem Kollegen. Oh ja, zwei PKWs. Zwei PKWs zusammen, auch nie ein gutes Zeichen. Da kommt der Sangebrausen. Faroni. Ja, komm rein. Scher rein. So, Vorsicht hinter mir. Wir müssen bremsen. Bei Faroni scheinen die Schranken unten gewesen zu sein. nicht unten gewesen zu sein. Ein Selbstmörder. Der wollte sich vom Zoch überfahren lassen. Das hat man hier auch schon mit Selbstmördern auf den Gleisen zu kämpfen. Mann, 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 Mann. Ja, aber bis auf Uktu, den kleinen Indianer. Alles sehr freundlich im Augenblick, ne? Alles mehr als freundlich. Guck mal, er fährt auch trocken. Nur so ein bisschen sein LKW auf dem Sonntag mal spazieren. Kann man auch mal machen, ne? Nur den LKW mal so ein bisschen spazieren führen. Oh Gott, da kommt der PKW. Der Porsche GT3. Ich weiß, es ist ein Skoda, aber der Motorensound passt überhaupt nicht dazu. Upsala. Schönen guten Tag. Gut, dass wir nicht vorne waren, würde ich mal sagen.
Man muss nicht immer der Erste sein. Ich möchte. Man muss nicht immer der Erste in der Schlange sein. Nein, nein. Manchmal lohnt es sich auch, einfach nur die Nummer 2 zu sein. Oh, da hat es unseren Scania doch eben ein bisschen abgehoben in der Kurve. Hallo, hallo, hallo. Oh Gott. Alle so eilig, wir können nicht mal kurz bremsen und warten, bis der andere abgebogen ist. Mm-mm, geht nicht. Keine Zeit. Termin fragt in alle Herrenländer. Da haben die doch noch nie was von gehört. Na mal gut, dass wir ins beschauliche Hannover fahren. Da kann uns schon mal nichts passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das sah gefährlich aus. Schnüffelt doch schon wieder einer hinten am Auflieger. Ich kann ihn riechen. Zeit für Bremsentest. Theoretisch. Ist auch nur blauer Punkt von vorne, ne? Ups. Ich glaube, wir sind hier in Stau geraten. Wir wollen doch nicht alle tanken fahren, oder? Was ist denn da vorne los? Na, der Tankstelle. Der Dieselpreis muss hier äußerst günstig sein im Augenblick. So wie die hier alle Schlange stehen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Diesel scheint echt nichts zu kosten im Augenblick. Das ist schön hier. Schön die Tankstelle lahmgelegt. Ne, Faroni. Hä? Weg ist er. Mann, guck in den Rückspiegel, du Affe. Unglaublich, mein Junge. Die Schlacht im ETS 2 Multiplayer. Eine Folge in 99 Teilen, ne? Und, ja, wirklich schon 99 Folgen ETS 2 Multiplayer gemacht. Meine Güte, du. 99 Folgen. Das heißt, die nächste ist ja quasi die
Ja, wie eine Jubiläumsausgabe denn, ne? 100 Folgen ETS2 Multiplayer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und was wir hier so schon alles ja eigentlich erlebt haben in den 99 Folgen, ne? Alleine unterwegs, mit Wobra unterwegs gewesen hier. Mit den Sightseeing Wochen unterwegs gewesen im Konvoi. Mit Darcy und Manikos, mit Harry Hirsch, Opa Jörg auch schon unterwegs gewesen hier im Konvoi der alten Herren quasi. Tja. Blue Eyes dann auch demnächst ja im Multiplayer unterwegs mit uns zusammen. Mann, 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 wirklich eine Menge, Menge erlebt, gesehen und Entschuldigung, war gerade auf meinen Rückspiegel fixiert und musste mir das Elend da mal gerade wieder angucken. So schön. Tja, 99 Folgen Multiplayer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dass man das nervlich überhaupt durchhalten kann. Unglaublich. ja. So. Was funktioniert hier nicht richtig? Das Abbiegen. Ihr habt da eine extra Abbiegespur, ne? Ist hier nicht wie bei armen Leuten. Ey. Der hat uns von hinten angestupst. Das war nicht freundlich. Irgendwann muss ich das auch noch mal ausprobieren, hier einfach wie alle anderen am Straßenrand zu stehen. Das muss irgendwas Tolles sein. Das muss einen ganz großen Kick und tolle Gefühle geben. Oh ja. Da wollte ich mal wieder in die Mitte ziehen, ne? Aber das war irgendwie nicht die richtige Entscheidung. Der hat sich nicht an die Regel gehalten. Der hätte übers Grün ausweichen müssen. Schweige mal kurz, ich beobachte den Feind im Rückspiegel. Er schleicht sich schon wieder an. Herr PKW. Dankeschön für die 5% Schaden. Sehr freundlich von ihm. Kratzer im Lack vom LKW. Der war doch noch gar nicht so alt. Und wann wird endlich mal der Sound dieser PKWs angepasst? Dieser Rennwagen-Sound passt wirklich nicht zum Skoda Diesel.
Oh, sind wir bald da? Das ist jetzt eigentlich so die nächste Frage, die man kommen könnte, ne? Sind wir bald da? Wo ist denn hier Hannover? Ja, hup, hup. Von hinten pirscht er sich schon wieder an. Sieh doch. Momentan auch immer mal wieder so kleine Ruckler, ne? Eigentlich einen ganz guten Ping hier, aber... Wenn ich da so einige sehe mit 216, dann ist mir auch schon wieder klar, warum das hier teilweise so ruckeln tut. Tut, ne? Es tut alles. Also, ja, eine ganze Horde von Spielern wieder hier. Schönen guten Tag. So, Vorsicht, Kollegen hinter uns, ne? Ich bremse ein bisschen, weil hier so ein Idiot in den Graben fahren muss. Jetzt habe ich fast die Kurve nicht gekriegt, weil ich dem im Rückspiegel zugeguckt habe. Oh Gott. Ja. Schöne Stunt-Einlage. Vorsicht, zieht die Schlöber hoch, haltet sie gut fest. Die LKWs fliegen heute wieder tief durch den Multiplayer. Mahlzeit, Kollege. Sah aber schön aus, ne? Hat ihn gut gehalten eigentlich noch eine Zeit lang, aber dann war vorbei. Dann kam die Grünfläche, dann... Bumm. Ah, zu schön. Zu schön. Ach, unser Freund ist ja immer noch hinter uns. So langsam kriege ich Verfolgungswahn, glaube ich. Guck mal, Dortmund, Hannover, Rechtsabgleich. Was Neues. Nicht links abbiegen, sondern rechts abbiegen. Nur höchste Konzentration ist hier also gleich gefordert. Tatsache, rechts abbiegen. Konzentration. Jetzt schon mal den Blinker setzen für alle, die hinter uns fahren. Vorsichtig Bremse, ne? So, Kollege. Ah, der hat dann jetzt doch endlich mal eine andere Route. Gott sei Dank, ich habe wirklich schon Verfolgungswahn gekriegt. So, dann jetzt ist es ja gar nicht mehr so weit bis Hannover, ne? Das ist ja also fluchtartig quasi, ist die Zeit schon wieder quasi rumgegangen. War eine sehr ruhige Tour eigentlich hier im Multiplayer, ne? Für sonstige Verhältnisse war das doch recht ruhig, muss man ehrlich mal sagen. Das hatten wir schon schlimmer. Was ist was? Ich bin mir nicht sicher, aber ist das original? Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Keine Ahnung. Mach's mal gut. Sieht gut aus. Also gut gemacht. Weiß ja nicht, weiß ja nicht. Ja. Das sind bestimmt Brückenvermessungsarbeiten. Da habe ich nur keine Ahnung von. Deswegen, das muss wohl so gemacht werden. Das gehört so. Man muss sich die Sache nur schönreden können. Jetzt zuckeln wir mal genüsslich die, was ist denn das hier, A2, ne? Ja, oh, ich glaube, das ist die A2 nach Hannover, der mal längst. Hm.
Dinge passieren hier manchmal im Multiplayer. Zu schön. Oh, durch unsere drei Achsen ist unser Tank auch wirklich schon halb leer. Meine Güte. So viel sind wir gar nicht gefahren. Puh. Muss ich ja wohl auch bald mal Schlange stehen an der Tanke hier, ne? Da, wo es den günstigen Sprit gibt. Hier ist ja anscheinend nichts los. Hier scheint kein günstiger Sprit zu sein. Ne? Fahren wir lieber dran vorbei. Ins ruhige, beschauliche Hannover. Aber hier ist wirklich ruhig, ne? Juhu, wir sind allein. Ah, Entspannungshaltung einnehmen. Ah. Jetzt kann uns nur noch ein Fahrfehler stoppen. Und ich glaube, den werden wir in dieser Folge nicht mehr erleben. Hm, warum fährt... Doch mal zum 2, 3. Okay, sie sind doch alle noch da. Ich dachte, jetzt sind wir wirklich mal ganz alleine hier. Die Ruhe war ja von kurzer Dauer. Aber es ist immer merkwürdig, wenn man dann so auf eine gut ausgebaute Autobahn kommt, ne? Von so einer engen Landstraße, wo vorher Halligalli war, und dann ist auf einmal ganz viel Platz um einen rum. Puh. Das ist immer ein sehr unangenehmes Gefühl, finde ich. Da rechnet man dann, was? Bock auf ein Lichterflash-Video mal? Hannover Steinbruch, 13 Uhr. Scheiße, warum bin ich auf dem Weg nach Hannover? Warum habe ich das doofe Gefühl, dass die da auf dem Weg hin sind? Wenn da nicht die ganzen Chaoten jetzt angezogen. Nein, da fahren wir nicht hin. Da fahren wir nicht hin. Wir bringen jetzt schön unsere Tour hier in Hannover. Denn wird der Scania mal so ein bisschen nachlackiert, ein bisschen hübsch gemacht. Ne? Hat ja doch den einen oder anderen Kratzer abgekriegt. Und dann kommt er erstmal in die Garage, ne? Dann holen wir ihn wieder raus, wenn es dann mit Blue Eyes zusammen über die Piste geht, glaube ich. So wollen wir es dann mal tun. Hatte ich das jetzt gar nicht mehr in Erinnerung bis nach Hannover. Ich glaube, unser Navi, der spinnt schon wieder rum. Zweimal gegenschlagen. Aber ein paar Mal mehr, ne? Hilft aber auch nicht. Merkwürdig alles. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wahrscheinlich ist Hannover jetzt vom Admin von der Karte gelöscht worden, ne? Wegen dem Lichter-Flash-Mob, der da geplant ist. Oh Gott. Das ist auch schon in der Viertelstunde dieser Flashmob hier. Meine Güte. Hoffentlich werden nicht die ganzen Chaoten davon angezogen. Na, Hannover ist ausgeschildert mit Abfahrt. Hoffentlich dürfen wir da runter. Hoffentlich kommen wir nicht am Steinbruch vorbei. Hoffentlich müssen wir nicht zum Steinbruch. Oh Gott.
Ich glaube aber nicht. Ich hoffe nicht. Nein, ich glaube nicht. Lichter Flashmob mitten am Tachi. Macht das nicht mehr Sinn, wenn es dunkel ist? Bin mir da nicht so sicher. Schönen guten Tag, Herr Haufschild. Im Stau stehen an der Ampel. Im LKW vor mir fährt Herr Haufschild. Nein, ich hab nicht getrunken. Oh ne, mitten am Tag, ich bitte euch. Ist sowieso schon so lange her. Puh. Vielleicht sollte ich mal so eine kleine Challenge machen. Ne? Für jedes Mal, wo mir einer reingondelt in den LKW, muss ich hier so einen kleinen kurzen trinken. Am Ende der Tour bin ich hoffnungslos betrunken. Schönen guten Tag, darf ich Sie mal besuchen? Hallo. Sprechstunde, ne? Sehe die Ampel gar nicht. Der kann mich hier jetzt schön auf dem Arm nehmen. Wie treiben sich denn hier so rum? Gepflegte 9, Alter. Lacher. Oh, geht los? Okay. Eine rote Ampel, ehrlich. Hannover hat hier einiges zu bieten, ne? Besonders viele rote Ampeln. Auch nicht der mit der engen Hofeinfahrt. Das Ganze musste ja noch ein böses Ende nehmen hier. Mann, wegen der roten Ampel kommen wir jetzt zu spät zum Lichterflashmob. Oh, grün. Schön. Schönen guten Tag, Herr Eurosachs. Weg ist er, Herr Eurosachs. Dumm. So. Schönen guten Tag. Könnten Sie Ihren LKW mal wegfahren? Andere möchten hier auch noch mal ran. Scheint ihn nicht so zu interessieren. Oh Gott. Ist schon wieder schief gegangen hier alles, ne? So. Sie stören mein Spiegelbild mit ihrem LKW. Passt das so? Ja. Passt so, behauptet man. Wollen wir uns das Elend nochmal schnell angucken, ne? Was wird denn so verdient und nicht verdient und Schaden und wie viel nicht und gute Arbeit. Daumen nach oben dafür. Ja, 1,2% Schaden. Ich glaube, das war Oktu schon mal ganz am Anfang. Oktu hat's getan.
Da würde ich mal sagen, mit dieser Bombensensation, dass wir ins beschauliche Hannover gekommen sind. Eigentlich recht ruhig nach Hannover gekommen sind. Nein, aufregend ist ja eigentlich nicht viel passiert, ne? Kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge, der 99. ETS 2 Multiplayer-Folge. So viele Folgen schon. Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, dieser Bombensensation, genau wie immer am Ende eines Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Ach, macht was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.